Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Demolish and Build 2018, dem Abriss-Simulator. Ich würde sagen, wir nehmen den nächsten Auftrag an, der heißt Verlassenes Büro und hat folgenden Beschreibungstext. Ich werde ein Abrissunternehmen einstellen müssen, um die Wand in diesem verlassenen Gebäude, das ich erst kürzlich erworben habe, abzureißen. Das ist ganz richtig, da kann man natürlich den Jürgen Meier hier anrufen, genau, einstellen, wollte ich sagen. Ja, und wir machen direkt mal alles hier für unseren Roboter fertig. Machen hier die Holzbarrikaden auf. Auch hier durchkommen. So. Hier auch wieder. Wände einreißen, damit er hier alles nach seinen Vorstellungen gestalten kann, vermutlich. So. Mich wundert nur immer, dass hier bei solchen Sachen der Abrissroboter zum Einsatz kommt. Denn eigentlich kann man das ja gut mit der Hand mit einem Presslufthammer machen, oder? Naja. Aber vielleicht wird das auch so gemacht. Keine Ahnung. Ich habe noch keine Wand einreißen lassen. So, Wände abreißen. Genau, mit dem Roboter. Müssen wir uns einmal liefern lassen hier. In der letzten Folge hatte ich ja noch Sprengstoff, ne? Das war mir dann auch ein bisschen unangenehm, dass da so viel Sprengstoff genehmigt war und wir den gar nicht genutzt haben. Naja. So, was ich brauche, ist den Abbruchroboter und die, der Trennschleifer, so heißt er, glaube ich, im Fachjargon. Den haben wir ja immer dabei. So, dann würde ich sagen, wechseln wir mal hier zur Fernsteuerung. Haben wir's? Hier. So, Tank ist auch noch einigermaßen gut gefüllt. Dann würde ich sagen, Attacke, reißen wir mal ab. Ich glaube, wir müssen uns noch einen Truck kaufen, ne? Dann haben wir alles. Der kostete aber irgendwie 6.000 oder so. So, wo ist denn hier die... Wo ist denn hier die Wand? Ist das hier die? Tatsächlich, okay. Ah, interessant. Fangen wir mal unten an. Dann erhöht sich die Chance, dass das alles von selbst zusammenbricht. Ach ja, und dann sind die Stahlträger da, die müssen wir dann mit der Flex durchschneiden. Flex, da wurde ich auch vor ein paar Tagen nochmal drauf hingewiesen. Das ist ja eigentlich nur eine Marke, ne? Also, ich wusste es auch vorher schon. Und man sagt immer so, ah, mach ich mit der Flex weg, aber das ist eigentlich nicht so ganz richtig. Ein bisschen hochnehmen. Es macht schon Spaß hier, die Abrissarbeiten. Übrigens, es gibt auch ein Release-Datum, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt. Das kommt Anfang März raus, dieses Spiel. Dann kann man es auch spielen. Und die Demo, die wir hier spielen, ist stark begrenzt. Es gibt in der finalen Version mehr Fahrzeuge. Das sieht man auf den Screenshots, die da... Ich nehme einfach mal an, dass die Screenshots stimmen, ne? Also, dass sie da nicht einfach irgendeinen Bums da drauf gemacht haben, sondern dass die auch die Maschinen drauf gemacht haben, die im finalen Spiel dann erhältlich sein werden. So. Ich muss ja auch nochmal alles hin. Vielleicht hätten wir hier einmal nochmal vorher mit dem Gartenschlauch hier durchgehen sollen. Na? Okay. So, dann versuchen wir es hier von der Seite nochmal. Auf dieses Spiel habe ich irgendwie zum Aufnehmen immer Lust. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber ich habe immer Lust darauf. Macht immer unglaublich Spaß. So. Okay. Das scheint soweit vernünftig gemacht worden zu sein. Dann nehmen wir uns jetzt mal unseren Trennschleifer hier. Und dann reißen wir den Rest mal ab. Oh. Oh. Da sind wir wieder am Start hier. Ganzen Stahldinger hier durchgemacht. Da geht ja wie am Schnürchen hier. Also wenn er eins kann, der Jürgen Meier, dann abreißen.
Mittlerweile habe ich schon auch ein bisschen Übung, habe ich so das Gefühl, ne? Wobei der Auftrag ist jetzt auch nicht wirklich fordernd. Da gab es schon schwierigere Aufträge. So. Mensch, wir müssen ja viele Stahlträger hier kaputt machen. Wo sollen die denn alle stehen? Sind die vielleicht noch nicht... Doch, die sind alle durch. Ah, hier sind noch welche. Sonst müssen wir gleich mal die Arbeitersinne hier betätigen. Ah, hier unten sind noch welche. Ah, okay, ich verstehe. Nehmen wir die auch noch weg. Aber nicht, dass uns die ganze Bude hier über dem Kopf zusammenfällt, ne? Die sind hier vermutlich nicht ohne Grund. Obwohl, gut, zum Stabilisieren der Innenwände. Also da muss man ja immer aufpassen, ne? Jetzt, wenn man so ein Haus kauft und das dann irgendwie nach seinen Vorstellungen renovieren bzw. umbauen möchte, gibt es ja immer die Hobbyheimwerker, die sich sehr ihrer Sache sehr sicher fühlen und dann sagen, oh, das sind keine tragenden Wände, die können wir wegnehmen. Und dann waren es doch welche. Der ganze kleine Radatsch wird instabil. Und ja, der Statiker lohnt sich manchmal schon, den da nochmal zu konsultieren. So, haben wir jetzt alles weggenommen. Gut, den Auftrag haben wir sowieso schon erledigt, aber ich wollte jetzt die extra Moneten auch noch mitnehmen. Dann drücken wir Enter und schließen den Auftrag ab. Und siehe da, wir haben 2800 Dollar geerntet von unserer Arbeit. So, neuer Notfall verfügbar. Okay, was ist denn das für ein Notfall? Vor allen Dingen, wo ist dieser Notfall? Hier. Jo, möchte ich einmal hin. Gucken wir einmal, was das hier für ein Felsen mit Presslufthammer zerstören. Komm, dann machen wir schnell. Wir brauchen... Wie viele Minuten haben wir noch? 1 Minute 26. Okay, wo ist hier der Parkplatz? Der nächste? Mal kurz besinnen hier. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Hier. Das müsste ja hier irgendwo sein, ne? Mist, wo ist der Parkplatz? Da, da ist doch einer. So, dann müssen wir ganz schnell hier den Bulldozer holen. Mit dem fahren wir schon mal auf die Baustelle. Der hat sich hier da schon mal was bewegt. Ja. Aber in 38 Sekunden? Wie soll das funktionieren? Ich gehe nochmal gerade, das ist aber ein sehr, sehr strammer Auftrag hier. Ich gehe doch nochmal gerade zum Parkplatz und hole mir direkt den Presslufthammer. Aber ich glaube, das ist ein heftiger Auftrag. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen können. Abbruchroboter. Ich glaube, der ist tatsächlich mal ein bisschen zu knapp kalkuliert hier. Ich meine, darauf achten sollen. Oder? Ist er jetzt weg oder was passiert jetzt da genau? Nee, ist immer noch da. Okay. Hatte die Zeit gar nichts zu sagen. Ah. So, dann muss ich hier langsam vorarbeiten. Okay, den Auftrag hatten wir ja noch gar nicht. Deswegen will ich mich hier erstmal reinfinden. Dann suchen wir es mal gerade am anderen. Vielleicht sind wir da erfolgreicher. Ah, sieht nicht so aus. Hat man hier erstmal Hoffnung, aber... So.
Ist ja schön, dass das hier so nach und nach auseinanderfällt, auch wenn das nicht so ganz realistisch ist, glaube ich, aber gut. Sieht nett aus. Die Steine sehen ganz gut aus, muss ich sagen. Sonst ist die Grafik hier ja... Naja, okay. Ja. Dann nehmen wir den Felsen hier unten noch weg. Und dann wird das peu à peu abgebaut. Ja. Das ist schon mal, hat der Jürgen Meier hier schon mal ganz gut hier fertig gemacht, würde ich sagen. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir den hier noch wegkriegen. Ah, der ist schon mal das erste Stückchen weg. Machen wir den auch noch. Aufgabe erledigt. Ah komm, jetzt machen wir es noch komplett, da kriegen wir ordentlich extra Cash. Ist ja keine Arbeit mehr. Jetzt sind wir schon mal in dem Ding drin. Da können wir auch komplett machen. Komplett tututu hier alles weg. So. Gut. Dann muss jetzt... Der Rest muss jetzt, glaube ich, noch weggeschoben werden. Da gehen wir mal schnell in den Bulldozer zurück. Und schieben den ganzen Mist hier von der Straße runter. Und dann können die Autos hier auch wieder... Hoppala. Dann können die Autos auch wieder hier die Straße passieren. Mensch, plötzlich Steinfall. Man lebt gefährlich in der Stadt. Ich finde es immer noch faszinierend, dass hier so ziemlich alles passiert ist. Hier ist ein Space Shuttle irgendwie, eine Raumstation ist hier irgendwie aufgebaut. Dann die ganzen Camper, ist also auch ein Urlaubsparadies. Dann gibt es hier einen ganz hervorragenden Abrissunternehmer. Er ist halt auch noch hier so hügelig und so, das heißt Stein... Schlag oder also Steinrutsch oder ja, wie man das nennt, keine Ahnung, gibt's hier auch. Also ist nicht so ganz realistisch, dass es alles in einer Stadt ist, aber gut, ist okay. So, und dann fehlt jetzt noch ein Stein. Ah, da ist er. Direkt neben dem Abrissroboter. So, oh, oje. Mal gucken, wie wir den da wegkriegen. Na. So, Aufgabe erledigt. Okay, dann drücken wir Enter. Und schließen den Auftrag ab. Boah, das war mal ein lukratives Ding. 5000. Damit können wir uns, glaube ich, den letzten Truck kaufen, der uns jetzt noch fehlt, ne? Ich glaube, das reicht. Gut, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern ein Like da und schaut auch nächstes Mal gerne wieder rein. Es wird sicherlich noch spannend. Wie gesagt, das ist hier die Beta-Version. Die Vollversion bietet dann noch mehr. Und da habe ich mir überlegt, da spiele ich dann, wenn das alles klappt, auch mit einem sehr kompetenten Partner zusammen im Multiplayer. Ich hoffe, ihr findet die Idee gut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.